Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum versprochenen 1000 Abonnenten Special Verlosungsvideo. Ja, wie ich versprochen habe, meine Freundin, die Frau, ja, ist Hallo. wieder dabei, ist die Steffi und also ihr Meerschweinchen, das uns dabei helfen wird, ja, jetzt quasi den Gewinner zu ermitteln. Ja, um euch jetzt mal kurz zu zeigen, was gewonnen wird. Das ist hier diese Schatulle, eine schöne schwarze Schatulle. Ja, natürlich auch gibt es auch einen kleinen Inhalt. Die ist also nicht leer. Die ist nicht leer, genau. Hier, das ist dann der schöne Füller, handgefertigt vom lieben Christoph. Ja, mit Ebenholzkappe und Schlangenholzschaft, mit einer kleinen Widmung dabei und noch so ein paar Specs. Und ja. Also wir werden jetzt hier mal Folgendes machen. Wegen der Kameraperspektive werde ich jetzt nicht die Kamera umpositionieren, um auf den Tisch, damit ihr alle Namen seht. Ich werde sie aber alle vorlesen, wie immer, ja. Und die kommen dann alle in das Meerschweinchen frisst die dann und kotzt uns dann am Ende eins davon aus, ja. Und das ist dann quasi dann so der Gewinner. Wenn's will. Wenn es will, genau. Gut, okay, also, dann fangen wir mal an. Der erste ist JK. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte der Jan sein. Unser Jan von der Hallo, Vanessa. hallo dann Ich schon. bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, er ist es, ja. Also JK. Das Biest beißt. Das Vieh beißt. Dann die Yaya Sun Girl. Also wenn ich jetzt einen von euch nicht vorlese, der kommentiert hat oder so, tut es mir leid. Es haben über 60 Leute, Entschuldigung, es haben über 60 Leute mitgemacht. Ich glaube, das waren noch nie so viel. Und da kann ich nicht garantieren. So, dann The Morty 7. Leute, Spaß muss sein. Victor della Fuente. Musst du dir also klein falten? Ja, muss ich. Ja, ich muss doch wieder irgendwas zum Auspacken haben. Das hebt doch die Spannung. So, dann Clip. Stunden später. Stunden später, ja. Ich sagte, die meisten, also viele von den Herrschaften werden jetzt sowieso vorspulen. Ja. Ich würde es auch tun. Aber ich will. Verräter. So, also Tipp trifft. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen. Also Oskar Blumenthal. Ich hätte die nur einmal gefaltet. Ja. Aber ich falte sie. Das ist ja dein Kanal. Genau. Spiria, Sp Spiran, Spirante, Spir Entschuldigung. Spirantea. Klingt irgendwie griechisch. Spirantea, bist du Griechin? Sag mal, kommentier mal. So. Dann der Andreas Kunz. Der Leo. Das Vieh beißt, ich muss aufpassen. Miriam SE Punkt oder Miriam. Wieso interessiert der Hund hier? Bellen muss er noch. S, also Sencon. Sencon. Konsen. Dann der Pasquale Siciliano. Fabian Hempel. Mal gucken, vielleicht mache ich da irgendwie so noch so eine Art Hintergrundmusik rein oder so. Mal gucken. Dann der Xochitl Popocatépetl. Ja, der heißt wirklich so. So wie ich mal gefragt werde, ob mein Nachname irgendwie ein Virus ist oder so.
Aber nein, ich heiße wirklich so. Die Jalle. Der liebe Jalle, der hat vorgestern geschrieben, weil er so ungeduldig ist. Der Jalle. Dann Keenan Steen. Wenn du den so arg schüttelst, dann kotzt der jetzt schon, gell? Das ist jetzt noch nicht sinnvoll, weil es müssen die alle rein. Er ist ungeduldig. Er ist ungeduldig, ja, ja. Huseldudel. Airwolf. Ich weiß ja, wer Airwolf ist. Ich weiß so, wie er vorher hieß. Aber weil ich jetzt nicht weiß, ob ich das sagen darf, lasse ich's. So, dann Inky Nip. Curry Murray, der, dem ihr zu verdanken habt, dass es jetzt momentan den 10% Gutschein gibt bei Papier und Stift, ne, mit dem Codenamen Tintenkiste. Lenz Pens. Lenz.Pens. Hendrik CHR. Christian. Der Hase mit Punkten, die gute Ute. Die gute Ute. Das ist die, die uns vor einigen Monaten so ein Paket geschickt hat mit dem ganzen Kram vom Action. Ah. Erinnerst du dich? Ja? Ja, ja, sehr schön. Ja. Danke nochmal dafür. Mhm. DSJ. J.K. Löwe. Patrick Alf. Ein Überbleibsel aus meinem Gitarrenkanal. Patrick, de Patrick. Nö. Jasper oder Jasper. Ich vermute mal, da verbirgt sich der Name Jasmin dahinter. Vermute ich mal. So, dann haben wir hier Johannes Karlowski. René. Ja, Leute, es waren, wie gesagt, es waren über 60 Leute. Das dauert ein bisschen. Das Mehlschweinchen, das Tote, kriegt eine ganze Menge zu fressen. Axel Augustin. Der mir auch schon Briefe schreibt und E-Mails. Danke. AC23, der liebe Asset Scout aus auch aus der Füllerbubble. Ganz, ganz lieber Kerl. Na, aber das ist schon einiges. Da ist schon einiges drin, ja. Aber kommt noch was. Mundharmonika. Fass. Beinahe hat es mich erwischt hier. Jan Odewald. Auch einer, der mal gesagt hat, ich gewinne nie was. Und dann hat er jetzt mal was gewonnen. So, versucht, wie das ist. Ne? So. Dann haben wir hier, langsam wird es hier ein bisschen leerer, Silvio Müller. Dann haben wir hier Penperium. Auch ein sehr aktiver Instagrammer. Mit richtig tollen Füllern und Tinten. Hier. Uwab. Uwab. Dir gefällt die Rolle, gell? Meerschweinchen bändiger. Anton M. Also Leute, wenn ihr sie öfter vor der Kamera sehen wollt, kommentiert ruhig. Ja. Vielleicht kann ich sie überreden. Es kommt aufs Angebot an. Ole Elvers. R.
Frika Blauberg. Gott T. Gamer. So, dann habe ich hier den Johann Danne. Ist es jetzt der Hunger von den Meerschweinchen oder dein Hunger? Diana Berg, Mensa-Kind. Die Rachel Life oder Rachel. Ich sage jetzt mal Rachel. Rachel Life. Pen Meets Ink. Fatih, der Fatih H. Yilmaz. Das ist der mit den ganzen Mont Blanc Tinten, die letztens da waren. Mhm. Rein mit dem. Rein mit ihm. Tour Aldarion. So, langsam, langsam jetzt, Leute. Michael Wim. So, dann OC 192 Framing. Oder OC 192 Framing. Ich weiß es nicht, also. Aber derjenige weiß, du bist dabei. So, dann Domi B. Stefan Feinen. Auch ein ganz lieber Kerl. Wie die meisten von euch. Die meisten, nicht alle. Felix. Ruben Hesterberg. Oder Hestenberg, Moment. Hesterberg. Ruben Hesterberg. Ja, das wird spannend. Ein Gewinn, ein Preis. Albert ZNE. Dann Chris Toffer, die Chrissy. Siyuan Xu. Benny 4747. Das macht dir Spaß, gell? Max Mustermann. Schönen Gruß an die Erika. Mustermann. Niklas Taran. So, jetzt sind es noch drei. Mhm. Shuarim 27. Übrigens, das ist Hubert. Das ist das Hubert. Aus der Nähe. Armin Jung. Und last but not least, der Max Löhner. Also wie gesagt, Leute, wenn ich einen von euch jetzt nicht vorgelesen habe, tut es mir leid. Ich bin mehrere Male die Kommentare alle durchgegangen und jeder, der richtig kommentiert hat, der kommt jetzt quasi in den Lostopf. Ja? So, jetzt machst du mal zu und dann wird ordentlich durchschütteln, das Vieh das richtig kotzen muss. Meinst du, es reicht? Ich denke schon, ja. So, okay.
Möchtest du denn den Gewinner ziehen? Bin ich da? Natürlich, klar. Gut. Also. Die Magic Fingers. Gewonnen hat. Müsst du vorlesen? Da. Du hast die Ehre. Okay. Also, gewonnen hat. Gewonnen hat. Macht jetzt gewonnen. Aber nicht so spannend wie im Fernsehen immer dann so. Und jetzt, Freunde, kommt die Werbung. So, gewonnen hat Silvio Müller. Lieber Silvio, ich gratuliere dir zu deinem Gewinn. Ja, ich halte es dir nochmal vor die Nase. Dein Gewinn. Ja, so, und jetzt wird bitte Folgendes passieren. Ich schreibe jetzt in die Beschreibung die E-Mail-Adresse vom lieben Mislav, ja. Du schreibst ihm bitte, mit welchem Grinding, also mit welcher, also wie du die Feder geschliffen haben möchtest. Und dann schicke ich dann den Füller dann zu ihm. Der bearbeitet dann die Feder, so wie du sie haben möchtest. Und du bekommst sie dann quasi also von ihm direkt zugeschickt, ja. So. Und lieber Christoph, der sich jetzt Himmelstier nennt, wunderbarer Name, wunderbar. Von dem Jungen werdet ihr auch noch in Zukunft einiges zu hören und zu sehen bekommen. Vor allem auch bei mir, ja. Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank für deine Füllerspende. Ja, also dein handwerkliches Geschick ist ja immer echt wunderbar. Und lieber Mislav, auch dir vielen, vielen herzlichen Dank für deine Bereitschaft, dem Gewinner, dem lieben Silvio jetzt in diesem Fall, die Feder nach seiner Wahl zu schleifen und ihm das dann zuzuschicken. Ja, an alle anderen nicht traurig sein. Ja, beim nächsten Verlosungsvideo zu der 2000 Abonnenten-Marke. Nein, Spaß. Auch zwischendurch wird es auch nochmal was zu gewinnen geben, das verspreche ich, ja. Macht immer schön fleißig mit. Mich freut das immer, wenn ihr mitmacht. Und auch vielen, vielen herzlichen Dank an alle. 1000 Abonnenten, das ist schon eine gehörige Marke, muss ich sagen. Hätte ich nie gedacht, dass ich das überhaupt mal schaffen werde innerhalb dieser kurzen Zeit. Bestärkt mich, motiviert mich weiterzumachen und macht mich glücklich und auch stolz wie Bolle, ja. Und alles nur, weil ihr mir das alles ermöglicht habt, ja. Also vielen, vielen herzlichen Dank auch an die ganzen Leute, die mich unterstützt haben, mit Füllern zu schicken zum Revion, für Tinten zum Revion, für Papiere zum Revion. Da habe ich immer noch so einen ganzen Stoß, den ich auch noch reviewen muss. Also ich habe noch so viel Arbeit, dank euch. Dank euch wird der Kanal noch einiges gefüttert werden, ja. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Lieber Silvio, wenn du den Füller hast mit deiner Wahlfeder, Wunschfeder, gib mal bitte Feedback, wie sie ist für dich, wie dir der Füller gefällt. Und alle anderen noch einmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten bitte auch weiterhin kommentieren, liken und auch abonnieren. Und wenn ihr mich abonniert, nicht vergessen, auch die Glocke zu drücken. Ja, ganz wichtig, weil sonst werdet ihr nicht informiert, wenn was kommt von mir, ja. Da haben jetzt mal Leute geschrieben, die haben jetzt total verpasst, dass ich jetzt etwas verlost habe. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ist so, leider. Okay, Freunde, also dann, bis zum nächsten Review-Runde. Bis bald und ciao. Ciao.